Wie funktioniert eigentlich eine Penispumpe? Die Funktion ist relativ einfach erklärt. Durch das Pumpen, in unserem Beispiel mit dieser Ballpumpe, erzeugen wir einen Unterdruck in diesem schönen Zylinder. Dieser Unterdruck wirkt sich dann auf Ihr Glied aus, Ihr Glied schwellt an und es hat die Möglichkeit, dann Ihre Schwellkörper mit Blut zu füllen. Es entsteht also eine Erektion. Um Ihnen einmal den Unterdruck, der in so einem Zylinder entsteht, besser visualisieren zu können, haben wir hier eine Penispumpe präpariert. Und zwar haben wir hier unten einen Luftballon eingefügt, um Ihnen das Ganze einmal zu zeigen. Und zwar, wenn ich nun den Griff dieser Pumpe betätige, sehen Sie, wie der Luftballon im Inneren des Zylinders langsam größer wird. Dieser Luftballon visualisiert also den Unterdruck, der in der ganzen Pumpe entsteht. Dieser Unterdruck, den Sie hier jetzt bildhaft sehen, wirkt sich natürlich auf Ihr Glied aus. Ihr Glied schwillt an und Ihre Schwellkörper haben die Möglichkeit, sich mit Blut zu füllen. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, ist es natürlich sehr wichtig, diesen Unterdruck abzulassen. Denn Sie müssen natürlich Ihr Glied aus der Penispumpe bekommen können. Dazu haben Sie an der Penispumpe die Möglichkeit, das Ablassventil zu betätigen. Dieses sieht in unserem Fall so aus wie ein Abzug einer Pistole. Wenn wir dieses betätigen, sehen Sie ganz gut, beziehungsweise können es auch vielleicht hören, wie der Unterdruck abgelassen wird und der Luftballon kleiner wird. So haben Sie dann die Möglichkeit, Ihr Glied aus der ganzen Penispumpe herauszuziehen und haben erfolgreich eine Erektion mithilfe der Penispumpe bekommen. Für weitere Informationen rund um das Thema Anwendung mit der Penispumpe finden Sie weitere nützliche Informationen auf unserer Seite www.diepenispumpe.de.